Was sagen Sie zum Ergebnis der Landtagswahlen 2009? Kleine Wahlschlappe für die ÖVP, großer Sieger die Freiheitlichen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hoffe nur, dass der Herr Dr. Sausgruber die Blauen nicht ganz so ausschließt, wie er im ersten Statement gesehen hat. Ja, also ich wäre für die FPÖ, weil das super ist. Ich finde das super, dass sie sich einsetzen für Österreicher, aber für die mehrfach Vorbestraften und so. Also ich finde das tiptop. FPÖ wäre super. Ja, mich freut der Ausgang, dass es so ist, dass die ÖVP die absolute Kalte hat, dass die Grünen leicht zugelegt haben. Was mich nicht freut, ist, dass die Freiheitlichen so extrem zugelegt haben, weil ich einfach finde, dass sie keinen fairen Wahlkampf gemacht haben. Das geht auf Kosten vom sozialen Frieden, vom Frieden insgesamt und ist einfach nur demagogisch geführt. Schade, denkt es mir, um die Roten, dass sie so extrem abgesagt sind, einfach weil ich finde, dass sie fair geschafft haben. Also, dass es so ausgeht, habe ich mir schon gedacht, dass die Blauen dazu gewinnen und dass die Roten so viel verlieren. Das war eigentlich zu erwarten. Überraschend war es, dass die ÖVP trotzdem noch die absolute hat, aber trotzdem, dass die Blauen stark dazu gewonnen haben. Ich bin mit dem Ausgang zufrieden. Wie zufrieden? Zufrieden. Nicht sehr zufrieden. Die rechte Seite hat für meinen Geschmack zu viel dazu gewonnen. Irgendwie ist es gut. Ich hätte gern Kommunisten gewählt, aber die sind nicht auf dem Wahlplakat oben gewesen. Es gibt ja viele Parteien, aber es ist halt schön, gut gewesen. Es ist gut, dass derjenige das genommen hat. Danke. Und wie möchten Sie, dass jetzt die Landespolitik weitergeht? Wer soll das Land regieren? Ja, natürlich die FPÖ, der Strache. Oder? Schon schwarz, allerdings mehr mit Bezug mit dem Blauen. Ich hoffe, dass die FPÖ auch wieder dazu kurz der Regierung, aber durch die Aussage gestern, wo der Sausgruber gesagt hat, nein, sehr schlecht, dass sie dabei sind bei der Regierung, aber ich hoffe das Beste. Ich hoffe, dass die ÖVP regiert und sich einen sehr, sehr guten Fachmann in die Regierung holt, parteiunabhängig. Mal bisher könnte man so weitermachen. Was mir einfach ins Bewusstsein der Bevölkerung und der Politiker hineingehört, ist, dass man einfach mit Minderheiten nicht so umgehen kann. Also ÖVP könnte eigentlich auch nur regieren, was eigentlich nicht so gut ist. Koalition ist eine schwierige Sache. Eigentlich sollte man immer die breite Masse, sollte man regieren, sprich die zweitstärkste Partei mit. Dann hörst du mal 75% von der Bevölkerung, das wäre nicht schlecht. Nun ist es ja diesmal so, dass die zweitstärkste Partei von vornherein schon ausgeschlossen ist. Was sagen Sie jetzt? Ja, das ist, ja, das, eigentlich ist es Wahlkampf gewesen. Und man sollte sich halt zusammentocken danach und es muss ja nicht unbedingt der Spitzenkandidat mitregieren, oder?